Anlässlich der Sommer Fashion Week schauten wir uns dieser Tage auf der Modemesse Premium um und kamen mit einigen Ausstellern ins Gespräch. Christina Buhmann von der Damenoberbekleidungsfirma Dena erzählte mir, was sie auf ihrem Stand auf der Ordermesse alles so zeigt. Der ist bekannt und ist spezialisiert auf gewaschene Baumwollware. Die Marke kommt aus Treviso bei Venedig, nördlich von Venedig. Und wir produzieren seit über 40 Jahren schöne gewaschene Baumwoll. Jogginganzüge, lässige Klamotte vom Sport zur Straße. Vom Sport zur Straße, das heißt also, sie produzieren auch den sogenannten Hausanzug. Das heißt, wenn man Feierabend hat, es ist keiner mehr da, wo man einen großen Auftritt hat, man einfach bequem und lässig zu Hause entspannt den Feierabend genießen. Ganz genau, eine schöne, schicke Sache für zu Hause, eine schöne Sache für das Hotel, für den Urlaub, für den Sport, aber auch für die Straße. Ein sehr interessant gestalteter Stand ist uns bei Heinz Bauer Lederjacken aufgefallen. Wir sind jetzt am Stand von Heinz Bauer, Lederjacken für Damen und Herren. Die Firma gibt es jetzt schon seit 1960, also sehr lange Tradition. Wir haben uns ein bisschen umgeschaut, finden die Modelle sehr sportlich. Das war aber wohl nicht immer so. Nein, begonnen hat man früher in der ersten Generation, also meine Eltern, zunächst mal mit einer Lohnkonfektion und dann später mit einer eigenen Kollektion, die sicher eine klassischere Ausrichtung hat als unsere Jacken, die wir heute produzieren. Wer sind denn so Ihre Kunden? Ja gut, im Handel, der gehobene Fachhandel im Premium- und Luxusbereich. Kann man so sagen, was im Durchschnitt so eine Jacke von Ihnen kostet? Ja, also der Retailpreis, der liegt bei, ich sag mal, 1500 bis 1800 Euro das Stück. Ja, Sie sind sehr sportlich, die Jacken. Und wie Sie mir schon verraten haben, Sie sind aus unterschiedlichen Materialien, aus unterschiedlichen Lederarten. Ich hätte als Laie hätte gesagt, gut, das ist Rind, das ist Schwein, aber das ist es nicht nur, ja? Nein. Grundsätzlich besorgen wir die besten Leder, die es weltweit gibt. Und dann haben wir Alleinstellungsmerkmale, auch durch eigene Veredelungsprozesse. Beispielsweise haben wir ein zweimal gewaschenes Pferdeleder. Das macht nur Heinz Bauer Manufakt outstanding. Genauso haben wir Wildhirsche aus Nordamerika, Lämmer haben wir aus Südafrika oder Spanien, eben dort, wo es die besten gibt. Sie haben heute hier die Modemesse besucht, ein Stückchen haben Sie schon gesehen. Ja. Was haben Sie denn bereits schon gesehen? Wir waren auf der Panorama und wir sind jetzt auf der Premium und wir haben schon etliche Firmen, die wir selber führen, angeschaut. Und ansonsten interessante Menschen. Und was haben Sie denn schon an Kleidungsstücken gesehen? Für was interessieren Sie sich persönlich? Persönlich interessiere ich mich für die Mode, die ich verkaufe. Was ist das für Mode? Das ist Damen-Oberbekleidung, so im mittleren Genre. Also nicht schon so etwas gehobener, aber so ungefähr in der Mitte angesiedelt. Und wo geht der Trend hin? Was kaufen Sie fürs nächste Jahr, für den nächsten Sommer ein? Sportswear und ein bisschen casual. Ja, so diese Richtung. Ich habe sehr, sehr viele starke Brands gesehen. Besonders interessiert war ich an den italienischen Brands oben im ersten Stock gewesen. Schöne, starke Strickkollektionen, die mich sehr interessiert haben. Ich selber bin auch Designer, bin für Outerwear zuständig und habe mich hier ein bisschen inspirieren lassen. Und Sie sind Designer, aber kein Einkäufer, ja? Nein, ich bin kein Einkäufer. Wir sind mit der ganzen Kollegschaft hier. Wir sind selber Aussteller bei der Bread & Butter. War dort heute Morgen und habe mir jetzt die Premium mal so rein privat interessehalber reingezogen. Und Strickmode, das trägt man doch eigentlich nicht so sehr im Sommer. Ich finde, Strick ist ein wahnsinniges Thema, was auch für Sommer sehr wichtig sein kann, weil gerade durch spezielle Garne und die speziellen Strickoptiken auch für Sommer das unglaublich tauglich und unglaublich modisch sein kann. Leichte Warentypen, Leinenkomposition, auch mit Seide, ist auch auf jeden Fall ein starkes Thema, was immer im Sommer kommt. Was ist da so der Trend im nächsten Sommer 2014 für Herren?
Also sehr kontrovers. Ich war jetzt auch in Florenz gewesen vor 2 Wochen. Da habe ich sehr, sehr viel Farbe gesehen. Aber das Feld, wo ich hinarbeiten würde, ist doch eher stärker, dass man auf so eine Monochromität geht. Die Farben werden wieder ein bisschen ruhiger, ein bisschen abgezogener. Man geht mehr auf Strukturen, besondere Texturen. Man arbeitet mit speziellen Finishings. Also so ein unglaubliches neues Feld, was sich auch mit der Funktionsmode zusammen irgendwie Crossover verbindet. Und das kann eine ganz spannende Saison werden. Also ich denke, das wird auch ein bisschen länger als nur für einen Winter werden. Jean-Michel Wohlmann habe ich jetzt hier am Mikrofon. Wir sind jetzt hier, der Berliner würde sagen, wir sind jetzt bei einer Hosenfirma. Aber das ist es nicht nur. Erzählen Sie mal ein bisschen was von Ihrer Firma. Ja, danke. Also wir machen ja, wie gesagt, Hosen. Wir kommen aus Italien. Und wir haben diesen Tailor-Made-Effekt, also Sartoriale, das heißt auch Tramarossa. Weil Sartoria Tramarossa, weil wir machen Jeans, aber als ob das richtige handgemachte Hosen wären. Und da haben wir eben einen vorgemachten Bund, der eben das schön erklärt. Und wir wollen eben das respektieren. Und jeder, der mitgemacht hat bei der Konstruktion dieser Hose, steht drinnen in ein Etikett. Also jeder hat seine Hose gewidmet. Und nicht nur für die Produktion oder Konfektion, sondern das Schöne ist, wir wollen dieses Maßeffekt auch den Kunden weitergeben. Und er kann eben die Hose mit seinen eigenen Initialien personalisieren. Wir fangen bei 199 Euro an. Also sagen wir, das ist unsere Einstiegsstufe. Von da geht's aufwärts.